Katja Krasavice hat eine glasklare Meinung zum Thema Beziehungen. Sie findet, wenn Leute eine Beziehung führen, dann ist es eh nur gelogen. Denn die meisten sind ihrer Meinung nach fremdgegangen. Aus dem Grund würde sie niemals eine Beziehung führen. Und schon gar nicht erst mit einer Person. Es sei denn, es ist eine offene Beziehung und sie darf mit anderen Leuten schlafen. In einem Interview erzählt sie nun ausführlich darüber und hat ihre Meinung ganz klar erklärt. Dabei trifft sie auf sehr viel Kritik. Nicht alle können ihre Meinung teilen. Hier gibt es einen kleinen Ausschnitt, alles weitere findet ihr unten verlinkt. Danke für das tolle Interview. Das Ding ist halt einfach, ich bin schon so ein sehr gefühlsvoller Mensch. Also ich mag das, mit Leuten zu sein, auch als mit einem Partner zu sein, so beziehungsmäßig. Aber ich bin einfach so, dass ich meinen Freiraum brauche. Also wenn ich eine Beziehung führen würde, wäre das eher eine nicht monogame, sondern eine offene Beziehung, weißt du? Ich könnte das nicht, weil ich würde die Person eh nur verarschen. Und das will ich ja nicht. Deswegen bin ich auch Single jetzt. Du würdest fremdgehen, das? Ja, ja. Ich würde das nicht wollen, dass ich mit jemandem zusammen bin und wir so total treu sind, sondern ich würde eine Beziehung wollen, wo wir das einfach uns gegenseitig sagen, okay, ich mach das und ich mach das. Wie steht ihr zu Katjas Einstellung? Könnt ihr ihr Recht geben oder findet ihr, das ist Bullshit? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar und seid auch beim nächsten Mal dabei. Ich freue mich auf euch.